Hallo bei Heute auf der Couch. Heute habe ich von Lego Friends die 41703, das große Freundschaftsbaumhaus. Ich habe das damals in der Lego Katalog Anschauungs YouTube Film Sache. Oh je. Hey. Gesehen und habe gleich gesagt, das Ding gefällt mir. Ich finde es super, mir gefallen die Farben und ich werde mir das definitiv kaufen. Und tada, da steht es. Ich finde es genial. Von vornherein her, ich bin hier sehr euphorisch, muss ich sagen. Also es bin auch bei ein paar Sachen tierisch angefressen und enttäuscht, muss ich von vornherein gleich sagen. Aber grundsätzlich bin ich sehr euphorisch bei dem Set. Weil es schön ist. Ganz kurz zur Kiste. Verpackung. Haben wir da. Tada. Es ist ein 10 Jahre Friendship Special. Friendship Special. Für. Die Kiste ist so riesig, die kriege ich gar nicht auf dem Handy. Da muss ich mal kurz rauszoomen. So. Maximum erreicht. Scharf stellen. Alles schlecht. So. In der Kiste enthalten ist das Freundschaftsbaumhaus, das man erst zusammenbauen muss, was das Gute dran ist. Die vier lustigen Menschen hier: Mia, Olivia, River und Jackson. Jackson River, haha. Und. Oh, je, je, je. Unendlicher Spielspaß, wie ich finde. Also, es ist wirklich sehr viel geboten in dem Set. Auch lustige Sachen, tolle Ideen, nette Spielereien und alles ist wirklich, es ist super. Fakt. Fakt, man sieht hier schon eine Rutsche, eine Leiter, ein Hammer, eine Rolle zum Anmalen. Ja, hätten sie eine andere Farbe genommen. Ja, so. Anscheinend wo braun aus. Man kann hier zusammensitzen und man kann hier drin schlafen. Und hier oben sind dann noch ein paar andere Sachen. Es ist ein Fernrohr mit dabei. Man kann das Dach aufklappen. Es ist eine Werkbank mit dabei. Es ist eine Schaukel. Es ist so viel dabei, wie ich finde. Das ist absolut beeindruckend. Und die Kiste ist... Oh, jetzt habe ich es kaputt gemacht. Nicht besonders dick. Also die ist wirklich daumendick. Also ne, halt so, ne? Also nicht besonders dick. Und groß, aber sie ist gerammelt voll. Also es ist wirklich, wenn ihr im Spielladen seid oder Spielwarenladen seid, nehmt die Kiste in die Hand, sie ist übelst schwer. Und wenn ihr drauf drückt, ihr spürt keine Luft. Also es ist direkt dahinter Material, die ist von hinten bis vorne gefüllt. Super. So ist das Allgemeine mal. Warum es mir so gefällt, es ist ein Baumhaus und sagt, Baumhaus ist immer cool. Als Kind wollen wir immer ein Baumhaus haben. Alle tollen Filme spielen im Baumhaus. Ich weiß es nicht. Baumhaus ist immer super. Ist einfach so. Und der Baum hier, der kommt auch recht gut durch. Zwei Bäume in der Mitte im Haus. Passt eine Rutsche dran. Ist doch genial. Stell dir vor, als Kind, ihr wart ein Kind früher, ihr wolltet in den Garten raus. Ihr seid in den Garten, ihr seid die Leiterhauf. War auf euren einmal 1 Meter große Plattform und es war das größte Plattform der Welt. Dahinter war so ein kleines komisches Steckenzelt und eine Rutsche. Es war das Beste überhaupt. Und das hier jetzt einfach nochmal eine Nummer größer. So ungefähr. Und deswegen finde ich es so toll. Wahrscheinlich genau deswegen. Ja, das war jetzt nochmal dazu. Preislich 80 Euro, 1100 Teile ist absolut. In der Lego-Welt billig. Ich muss ganz kurz gucken. Da müssen ein paar Sachen aufkleben. Hier müssen wir Richtung Lizenz freigeben. Ich fand der Andreas Haut schon cool. 70 Euro 800 Teile. Hier habe ich 80 Euro 1100 Teile. Das sind mein Teilepreis von 7,1 Cent. Gibt es für circa im freien Markt
für 60 Euro. Wer es wirklich günstigst haben will, der sollte bei Müller schauen, wann es da im Angebot ist. 10% Gutschein vom Rossmann mitgenommen. Und zack, ist mal unter 60 Euro. Das ist total super. Im Vergleich da dazu, ja, sagt 790 Euro Teile, 100 Euro, 8600 Teile, 100 Euro, 1100 Teile. Also ich weiß nicht, warum das so ist. Es ist auf alle Fälle wahnsinnig günstig bei Lego. Ich kann jetzt auch nicht viel anderes vergleichen, mir zu zeigen. Ich glaube, das Einzige, was noch günstiger ist im Ding, das ist das Grauhotel. Aber das Grauhotel hat grauenhafte Farben. Und das hier hat, wie ich finde, sogar recht schöne Farben mit dem Blau. Das ist das gleiche Blau wie beim Hausboot. Und das Gelb ist einfach Gelb. Das Braun ist braun. Es ist sehr viel Braun dabei. Es sind relativ viele gute normale Steine dabei. Es ist sehr viel Sachen dabei, die man wiederverwenden kann. Ich habe es jetzt mal herangezoomt. Ne? Ich sollte vielleicht nochmal wegzoomen. Und das Einzige, was mich jetzt persönlich ankredet, das ist dieses Magenta hier und hier, genauso wie hier. Weil ich mir denke, wäre das jetzt nicht, könnte man das ernsthaft in die Lego-Stadt reinstellen. Beziehungsweise könnte man so vielleicht auch und könnte eine Art Baumschule draus machen. Also, ne, Anführungszeichen Baumschule. Oder ein Kindergarten. Dann hat man auch mal einen Kindergarten in seiner Schule, in seiner Stadt. Fände ich persönlich eine coole Sache. Kinder haben wir immer genug. Und warum sollen die Kinder nicht im Baum unterrichtet werden? Das meine, gibt ja auch so in diesen Richtungen Einrichtungen. Diese Richtung Einrichtungen. Ich habe hier oben was vergessen. Die Linse. Und zerstört. Wenn wir es zerstört haben, schauen wir es uns doch gleich mal an. Das hier ist ein Fernrohr. Das ist eigentlich recht cool gemacht, aber auch recht einfach. Es ist Cone hinten dran, so ein Cone hinten dran, so ein Feuerlöscher. Das Ganze einfach auf eine Plate Modified geschraubt, Halterung dran. Und das war sehr unscharf, ich weiß, weil wir hier mehr drin haben. So, jetzt fangen wir mal an, allgemein. Was mir gefällt, ist, dass sehr, sehr viel Shishi dabei ist. Ich sage jetzt wirklich Shishi, weil Sachen, die man einfach dazustellen kann, die man dazu machen kann. Es würde theoretisch auch sehr gut der Stadtpark passen. Könnte man dann damit ranstellen. Und hat noch das mit dazu. Also das Ding ist ein Set, wo ich sage, das ist super, das kann man hinstellen zum Erweitern. So. Ich habe dabei einen selbstgebauten Rollstuhl. Ist es nicht mit dieser Rollstuhl aus dem Straßen, beziehungsweise so ist es besser. Nein, auch nicht. So ist es besser. Nein, auch nicht. Nochmal ganz kurz. Halt. So. Nicht wie dieser Rollstuhl aus dem Straßenset, beziehungsweise aus dem Minifiguren-Set, sondern der ist selbst gebaut. Der muss auch so gebaut sein, damit eine dieser tollen Figuren reinpasst. Auf die Figuren gehe ich nicht weiter ein, das ist mir ziemlich egal. Aber das ist River? Weiß ich nicht. Egal. Ne? Vorne mit der Halterung von den Füßen. Und der ist super. Kann man hinten schieben. Passt. Taugt. Rollstuhl super. Dann haben wir dabei, das Ding liebe ich, eine Werkbank. Wieso ist das eigentlich alles heute unscharf? Jetzt. Eine Werkbank. Ganz einfach. Schraubstock mit dran. Finde ich schön gebaut. Das gehört, glaube ich, gar nicht dahin. Ein Hammer, ein Vogelhäuschen. Es sind ganz viele Vogelhäuschen an dem Gebäude. Und genau da ging es bei mir schon an. Das kann doch nicht sein, warum zum Hänger ist das ein Aufkleber. Ich weiß, es gibt bei Lego diese Teile hier, nicht in der Farbe, aber in, ich glaube, das ist Nougat oder so, oder Medium Nougat. Schauen. So aus.
glaube ich. Die sind im Anglerladen drin gewesen. Warum gibt es die nicht? Warum muss das ein Aufkleber sein? Hat mich sehr gestört, aber wird persönlich für mich noch schlimmer. Denn wo ein Aufkleber ist, sind meistens mehr. Hier sind insgesamt 21. So. Jetzt haben wir den Rollstuhl. Dann haben wir das. Das Ding finde ich so super genial. Also das ist so ein kleiner Bienenstock. Dazu gehört auch diese super geniale Bienenfrau. Ich glaube, das ist der gleiche wie bei der Minifiguren-Serie, bin mir nicht ganz sicher. Weil der hält auch das hier in der Hand. Das ist einer der wenigen Drucke. Bis auf jetzt Kekse, Handy und so weiter. Das ist Standard, das ist in Ordnung. Aber das Ding ist super. Ich glaube, der hier ist aus dem Winnie-Pooh. Der ist zweimal insgesamt dabei. Und die Bienen hier sind ja auch bedruckt, aber die gibt es ja schon beim... Ich denke, bei einem Minecraft-Set. So, und dann der zweite Schlag ins Gesicht war das hier. Das ist eine Fahne, da ist, glaube ich, was drauf. Und zwar, Körder, da ist die Fahne. Der hier drauf. Da, ja, ist in Ordnung. Und das hier ist die Kasse. Und da ist der Aufkleber zur Kasse. Und ich habe einen Aufkleber für eine Kasse, für so einen Standard-Slope, den ich überall einbauen kann. Überall! In jedem noch so dämlichen Geschäft kann ich eine Kasse auf einem 1x2er-Slope machen. Nein, jetzt muss ein Aufkleber ran. Boah, das kann nicht sein. Das kann ich nie nachvollziehen. Zu der Bienendame gibt es da noch eine Frisur. Und es gibt insgesamt auch noch zwei extra Köpfe zum Tauschen, was ich auch total super finde, weil es gibt keine Wendeköpfe, gibt es dann extra Köpfe mit dabei. Finde ich sehr, sehr, sehr gelungen, sehr, sehr hochwertig. Na? Also das ist total super. Sagt, kann man umbauen in der Zeit. Und dann, habe ich vergessen, das Honigfahrrad, so ein kleines Lastenfahrrad, fand ich das hier unten schön. Hat mir persönlich total gefallen, weil es wieder dieses normale hochhebt, weil es hätte nicht sein müssen, aber sie haben es gemacht und es ist super. Macht es auch viel stabiler. Also das hier. Und dann ein kleiner Hasenstall mit einem kleinen Häschen. Bei dem Set sind keine Schleifen und nichts mehr dabei, was mich eigentlich wundert, weil davon wird man immer überschüttet, aber da muss man halt dann zum Tierfriseur gehen. Oder zum Tieradoptionscafé. So. Und jetzt kommen wir zum Highlight. Ja, es sind noch zwei Roller mit dabei und ein Korb. Ja, brauchen wir jetzt aber alles. So. Wir haben hier das Baumhaus. Und ich finde es super. Klar, es hat die üblichen Fehler. Das hier unten hätte zum Beispiel eine 4x12er sein können, aber es sind einfach drei 4x4er. Ist in Ordnung. Die hier hat eine andere Farbe. Ja, an der Seite, die lange hier hat auch eine andere Farbe. Es ist eine 8x16 Platte mit dabei, es sind zwei 6x12er Platten mit dabei. Es ist völlig in Ordnung, es ist von den Teilen her super. Es ist kein Gerötsch mit eingebaut, wo ich sage, oh mein Gott, was will ich denn da damit? Die Tür ist orange, die Fensterbretter sind orange. Das Einzige, was ist, dieses Magenta. Das hier ist außerdem der Farbeimer der kürzeren Rollern. Es sind Vögelchen mit dabei, es ist hier oben ein Vögelchen mit dabei. Sind Schmetterlinge mit dran, da ist einer und da unten ist einer. Es sind kleine Pilze hier, die finde ich total super. Warte, die halte ich mal ein wenig besser rein. Haben sie schön gemacht, also es ist wirklich das Spiel, es ist wirklich schön zum Anschauen auch. Super. So, das hier ist ganz normal gebaut. Das hier ist auch wieder ein Aufkleber. So, das hier ist ein Aufkleber, das hier ist ein Aufkleber. Hier wäre ein Aufkleber, hier oben habe ich nochmal einen drauf. Und was ich auch wieder eine Frechheit fand, hier drauf, auf einer braunen 2x2er Roundplate, sollte man Baumstümpfe kleben. Hier, wo ich mir denke, das kann doch nicht sein. Diese Dinger hier gibt es auch. Fertig. Kostenreduzierung ist völlig in Ordnung. Ich meine, das Ding ist eh schon utopisch billig, wie ich persönlich finde, als Lego-Set. Aber
Boah, warum hätten's den da weggelassen? Der ist eh nirgendwo zu sehen auf dem Karton, ich glaube oben oder unten dran. Und hätten es einfach einen Druck drauf gemacht. Wären 5 Teile weniger. Und das wäre. Es hätte es aufgewertet, wie ich finde. Definitiv. So. Die Schaukel hier ist super. Die Messer zieht. Kamera runter schwenken. Schaukel hier ist super. Kanäle rein. So. Jackson River. Und das Schöne ist, dass die hält auch ziemlich in der Waage. Und schaukelt auch gut. Einmal frei. Zack. Wie man hier sieht, die Äste sind diese braunen Schnorchel, da sind ziemlich viel verbaut. Ich glaube 1, 2, 3, 4, 5 oder 6 Stück. Alles super. So. Und jetzt kommen wir in die Innereien des Baumhauses. Wir fangen unten an. Es ist leider nicht auseinandernehmbar. Ja, muss nicht sein. Es ist ein Spielset. Und bei dem Spielset ist das für mich völlig in Ordnung, dass es keine Wände an den Seiten hinten hat. Baum ist abgesägt. Hier kann ich keine Wand hinmachen. Es ist mir auf alle Fälle lieber als bei dem Set hier, wo ich nicht rankomme, dass ich hier frei rankomme. Und nachdem ich hier sind es, glaube ich, 9 Noppen Spieltiefe. Oh ne, Entschuldigung, 8 Noppen Spieltiefe hier hüben. Dann ist das für mich völlig in Ordnung, dass ich sage, hey, pass auf, wir machen da jetzt nicht viel hin. Der hätte für mich auch weg sein können, wenn der irgendwo anders mittig gewesen wäre, wäre das vielleicht besser gewesen. Weil so nimmt der dann doch hier den Platz hier weg. So, wir fangen unten an. Tada! Wir haben ein Klo. Kann ich? Licht. So, wir haben hier ein kleines Klo mitten im Baum. Jeder Baum hat ein Klo, wir wissen schon Bescheid. Das war beim Safari Baumhaus ist das genauso. Da ist das bloß das Klo oben drauf neben der Couch. Jawohl, und hier hüben ein Fahrstuhl. Denn für später vor. Ja, so, das ist das übliche Lego-Problem. Wir haben hier grau, wir haben hier braun, wir haben hier blau und oben dran weiß und außen dran gelb. Warum ist es nicht alles einfach weiß oder gelb? Nein, das sind wieder 4, 5 Farben. So, hier habe ich Ten und hier habe ich Nougat. Das ist, glaube ich, das ist. Ist das Dark Orange? Ich denke schon. Also es ist hier sehr, sehr farbenfroh. Aber es ist ein angenehmes Farbenfroh. Es hätte ja auch Lime, Magenta und Korall sein können. Also ist das völlig in Ordnung. So. Und ja, hier ist ein Durchgang. Das war's. Das ist das Erdgeschoss. Nichts weiter dabei. Erster Stock ist die Tür. Wir fangen wieder von innen an, ich drehe es dann mal. Ich habe hier eine kleine Küche, ich habe hier eine schöne Torte. Ein Herd, jedes Baumhaus braucht einen Herd und ich habe eine Rutsche. So, wo ist mein Schaukler? Der ist da drüben. Drittes Menschlein. Hoppla. Das sind diese Gummihaare, die halten immer nicht so gut. Rutscht, kann man von vorne mal anschauen. Einmal frei. Das hier ist ein Aufkleber, wo ich aber der Meinung bin, ein Radio ist für mich etwas ein Standardteil, da kann man auch ran, aber einen Druck machen, kann den überall einfügen. So. Wir gehen vorne rum, nochmal die Rutsche vorführen. Zack, einmal frei. Jetzt sind wir auf dem Baumhaus, man kommt hier nicht hoch, ne? Haha. Und das finde ich richtig cool. Zack, Zaun auf, Leiter da. Das ist eine geile Idee, die gefällt mir so gut, ich liebe es. Ne? Sag, ah, du kommst hier nicht rein, aber ich habe bezahlt. Dann ist hier noch eine kleine Leiter, dass man hier rauflaufen kann. Alles schön gemacht. Das Fenster hier ist unten mit so einem Bratpfannenhalter festgemacht, damit es schief wird. Die Tür hier finde ich ein bisschen minderwertiger, weil sie durchscheint. Das 5-Euro-Stück hat jetzt nicht drauf, aber egal. Die Fenster gelb sind in Ordnung. Dann sagt die Fensterbretter orange. Hey, wem es nicht quält, die 2x4er Blades ruft sie raus und das hier unten tauscht es aus und es hat normale Farben und es ist super. Oder macht es einfach nur weg. Stört keine Menschen. So. So, hier geht's rauf, hier ist nichts weiter. Hier sitzen die 2 Leute und streichen. So. Schaukel haben wir uns gezeigt. So. Haben wir hier alles besprochen? Jawohl. So. Ist für mich so ein Highlight-Raum.
so ein Gerümpelzimmer. Hier werden so Drucke drauf und Brände, sagt er von Hobbala. Diese Decken hier, wo so noch Lavalampe ausschauen und der Teppich. Ja, wurscht. So, das ist eine Lampe wahrscheinlich, das hier. Und dazu dann diese Gitarre. Und die finde ich auch wieder total cool. Eine weiße Gitarre habe ich eigentlich noch nie gesehen. Ich habe eine braune Gitarre da aus einem Minifiguren-Special von Lego Direct. Aber eine weiße Gitarre habe ich nicht gesehen. Finde ich sehr schön. Macht mir Spaß. Aber du warst sehr schön, macht mir Spaß. Gelbe Pins. Gelb. Gelb. Lego schafft es nicht bei einem 400-Euro-Set. Blaue oder grüne Pins beizulegen. Bei einem 80-Euro-Set für Kinder zum Spielen sind gelbe Pins mit drin. Ich weiß es nicht, ob es die Pins aus dem Bulldozer sind. Auf alle Fälle, boah, ich war, sau cool. Die sind hier unten drin verbaut, da, ne, in dem Aufzug. So, Aufzug kommt als nächstes, zuerst kommt das hier. Ich habe hier eine Leiter zum Hoch- und Runterklappen. Können, wie ich finde, können sie länger sein. Aber ich glaube, das ist spieltechnisch ist es einfach so, wenn man sie zu lang hat, hängen die immer im Weg. Ist in Ordnung. Pizza ist ein Druck, Handy ist ein Druck. Die Pizzaschachtel finde ich cool. So ein Fahnenteil, zwei Modified, Pizza drauf. Pizzaschachtel offen. Dann sind hier zwei Betten. Sind dann vier Leute. Wir haben auch vier Betten in dem Haus. Reicht aus. Hier kleiner Computer. Jedes Baumhaus braucht einen Computer. Ich habe die Art so noch nie gesehen. So ein Halter, dann dieses Ding zum Clips und darauf kommt wieder ein Aufkleber. Ich glaube, die gibt es nicht bedruckt. Ich will mich nicht beschweren. Man hätte es machen können. Unten drin als Bücherregalaufkleber, oben dran mehr Monitoraufkleber. Ja. Egal. So. Wir gehen erst ganz auf. So. Vorne dran ist hier nichts. Brauchen wir über nichts reden, ne? Und dann haben wir das Dachgeschoss. Mit einer Freiterrasse. Ich nehme an, dass es eine Freiterrasse ist, weil sonst würde das Dach fehlen. Oh nein, alles kaputt. Oh, ich komme hier nie wieder rauf. So. Und? Kann man eigentlich, man kann den hier rüberdrehen. Dann kann man das schön aufklappen. Dann kann man das hier auch schön bespielen. Die zwei Betten nebeneinander. Wie gesagt, mit vier Personen, vier Betten, alles super. Noch einen kleinen Tisch, Handy, Tasse, alles da. Jeder hat hier im Haus eine Tasse. Hier ist eine. Hier ist eine. Hier sind zwei. Sind versorgt, keiner verdurstet. So. Dann habe ich das hier. Schöne ist auch das. Es ist einmal ein Dach in der normalen Farbe. Es ist eine 8x8er Plate. In Nougat, denke ich. Das müsste Medium Nougat sein. Und ey Gott, sie hätten auch Blau, Lime, Dark Red. Irgendwas nehmen können. Nein, sie haben sich für diese Holzfarbe entschieden und ich finde das wirklich super. So. Dann kommt das nächste Highlight. Technik! Wie ihr schon seht, eine Spule, eine Schnecke und ist noch ein Zahnrad. Hier sind zwei Zahnräder. Haben wir schon eins, zwei, drei Zahnräder und das hier. So, jetzt wenn ich hier drehe, ne, dann dreht sich das Windrad. Das ist schon das erste Highlight. Und das zweite ist das. Es bewegt sich auch der Aufzug. Es ist total unnütze, wie ich finde, und total keine Ahnung was, aber es ist so genial, dass es dabei ist. Also es hätte es definitiv nicht machen brauchen, aber sie haben es gemacht und es finde ich so super. Na, da kann man dann in den Rollstuhl fahren, da kann dann da rauf und kann dann hier rüberfahren. Und die Tatsache, dass sie es gemacht haben, finde ich total genial. So, wir gehen jetzt hier noch wieder runter. Dann kann man wieder zuklappen links, rechts, dann kann man hier wieder runterfahren. Ja, so. Man hat hier auch wieder die Gelb, man hat wieder das Grau, man hat das Schwarz, man hat hier Orange und Weiß. Ja, man weiß jetzt auf alle Fälle, dass man was machen kann. Also wer das jetzt übersieht, dass das eine Kurbel ist, der
Ja, er läuft auch gegen Garagentor. Und dann hier oben dran so ein kleines Windrad. Das springt er dann einfach mal an und ist völlig in Ordnung. Ja, vielleicht so, dass man es mal ganz sieht, ne? Sagt, ist völlig in Ordnung. Es ist ein liebevoll gestaltetes, mit Spielereien versehenes, Aufkleber übersätes, nein, nicht einmal, Set zu einem guten Preis, wie ich finde. Das Ding hat Spielspaß. Also ich muss ernsthaft wieder erkämpfen, dass ich ein Video hätte drüber machen können, denn es wurde sofort von meinen Kindern in Beschlag genommen. Sofort. Vom Jungen wie vom Mädchen. Da sagt der Junge, Riesenbaumhaus, Baba, baust du mir auch sowas in einen Garten? Nee. Und natürlich dann hier mit Schaukel und Baumhaus spielen, das und das. Rollenspiel für Mädchen, super. Und wie schon gesagt, und dafür ein, zwei Erweiterungssets. Wäre doch gigantisch. Ich meine, das Set selber ist schon gigantisch. Also ich persönlich habe es ja für mich gekauft, weil es mir so gefällt. Nicht für die Kinder. Aber die kriegen es. Aber ich habe es mir gekauft, weil ich es geil finde. Und ich habe es auch schön gehabt zum Bauen. Zum Bauen hat Spaß gemacht. War nichts unlogisch. Mit der Anleitung rede ich jetzt nicht. Die ist Lego-typisch einfach. Worüber ich noch schnell reden will, ist die Teileliste. Da. Wir haben hier Weiß. Wir haben hier Tan. Wir haben Rot. Ein bisschen. Weil wir haben auch ein bisschen Rot drin. Wir haben ein bisschen Blau drin. Die Farben werden so gebraucht. Wir haben das Gelb drin. Das sehen wir da oben. Ne? Wir haben hier dann wieder, das ist Schwarz. Das ist ein bisschen Blades und so weiter. In Ordnung. Wir haben Grün drin, weil wir haben ja auch Grün unten drin. Wir haben, ich denke, das ist das Medium Nougat. Wir haben insgesamt 23, kann man es lesen, 23 von diesen hier. Was ich in Ordnung finde, für so ein Set hier. Ich habe auch, einklappen, 7 von denen hier, 9 von denen hier, 12 von denen hier. Sind also auch normale Steine drin, die man verwenden kann. Ich glaube, von den 2x3 haben wir 2 Stück oder einen. Also der Rest ist eigentlich immer 1x2 für Hauswände und so weiter. Sagt, und dann haben wir hier, das hier ist halt das Magenta-Ausschnitt, aber hauptsächlich Treppe und Geländer. Der Rest ist braun. Grau. Es sind viele Farben drin, aber es ist jetzt nichts drin, wo es nicht hingehören würde. Wo ich sage, es ist so, hätte er wohl nicht sein müssen. Und, was ich ganz, ganz, ganz hoch anrechne, ja, hier sieht man es, das sind diese Wände hier, die hier. Das sind ja Fliesen drauf. Und hinter der Fliese kann man eigentlich alles verstecken, was man hat. Und sie haben sich ernsthaft entschieden, Weiß zu nehmen. Weiß. Das ist nicht Leim und das ist auch kein Bright Light Orange. Nein, die Wände da hinten sind weiß. Da und da. Das finde ich richtig cool. Hier sind wirklich angenehme Teile drin. Und dass man bei einem Baum auf diese Teile hier geht und auf diese Teile, verstehe ich voll und ganz, weil man diese Rundungen haben möchte. Also rundum super. Es gibt auch noch ein verstecktes Ostereck, wenn man es mal sagen darf. Und zwar hier. Das hier kann man aufklappen. Und da ist ein Hinge drin. Und hier auf der Platte hier würde eigentlich der Barcode lesen, kleben. Und dann kann man sein Kind das Handy in die Hand drücken und genau deswegen habe ich es nicht drauf gemacht, weil das schon wieder eine bescheuerte Idee für mich ist. Auf alle Fälle kann man dann das Handy dem Kind in die Hand drücken, kann dann da gucken mal und dann kann das gucken und dann kommt es auf eine Lego-Webseite 10 Jahre Friends und dann kann man da auf verschiedene Sachen drücken und dann kommt 2014, wollen wir das erste Mal oder so, 2012 war das, 2018 war das, bla bla bla. Eine kleine Zusammenfassung. Ist jetzt ganz nett. So ein nice to have, easy to forget. Macht es nicht höherwertiger. Ich hätte es cooler gefunden, wenn
keine Ahnung, vielleicht Vogelgeräusche aus den Händen gekommen wären. Egal. Es ist ein super Set. Bleibe ich dabei. Es ist für mich eins der fröhlichsten Sets der letzten Zeit. Günstig im Vergleich zu anderen Sets. Mit Rabatten und keine Ahnung was noch günstiger. Wenn ihr das Set wollt und wenn ihr dieses Video anschaut und wenn ihr bis jetzt durchgehalten habt, das waren 30 Minuten, ist ja Hölle, ne? Und ihr wollt dieses Set haben, schaut nach Rabatten. 60 Euro sollten drin sein, definitiv. Wenn jetzt sogar noch mehr. Aber 60 Euro ist, wie ich finde, völlig in Ordnung. Sagt, das mit den Aufklebern hat mich ein wenig gestört. Hätten jetzt sein müssen, vor allem, als es diese Sachen ja als Drucke gibt, das weiß ich. Aber der Rest, es ist ein schönes Spielset. Ein richtig, richtig schönes Spielset. Weil es auch sehr viele Gimmicks hat. Und weil es halt auch dank der Terrasse vorne dran und dem Balkon und dem Ding dahinter auch eine Spieltiefe hat, die man auch als Erwachsener, hoppala, als Erwachsener problemlos bespielen kann. Super. So, und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Anschauen. Ich hoffe, es hat irgendjemandem gefallen, was ich hier erzählt habe. Müsste ich mal kurz die Kiste hier auf Seite tun. Und das hier noch einmal. So. Sehr, sehr schönes Set. Hat mir Freude gemacht. Mein Sohn konnte kaum erwarten, bis es fertig war. Hat mir geholfen, die Figuren zusammenzubauen. So, also, Dankeschön und auf Wiedersehen.